Bei mir geht das eher so von einer poetischen Grundidee oder von einer visuellen Idee, dass ich sage, mich interessiert eine bestimmte Stimmung und ich weiß noch nicht, wie ich die mit dem Klang ausdrücke oder technisch, aber ich habe eine Stimmung, mit der ich anfange oder ich möchte zum Beispiel ein sehr ruhiges, meditatives Stück machen, dann habe ich eine gewisse Vorstellung und dann überlege ich mir anschließend, welche Instrumente könnten dazu passen, welche Form, welche Klänge. Grüß Gott, mein Name ist Julia Binek, ich bin hier vom Karajan-Institut. Heute werden wir über Young Fellows sprechen, über die Young Fellows vom Karajan. Heute haben wir Herrn Andreas Bäumel hier bei uns. Vielen Dank, dass du da bist. Wie kamst du zur Musik? Ja, also ich habe als Kind angefangen, Querflötenunterricht zu nehmen und Klavierunterricht. Einfach auch durch meine Eltern. Mein Vater ist Kirchenmusiker und dann habe ich halt an der Musikschule Instrumentalunterricht genommen. Zum Musikstudium kam ich dann erst viel später. Ich habe mich auch erst für ein Physikstudium entschieden, da dann auch einen Bachelorabschluss gemacht und mich dann nochmal umentschieden, dass doch die Musik für mich das Richtige ist. Aber wie kamst du dann zum Physikstudium? Also die Naturwissenschaften und das wissenschaftliche Denken haben mich auch immer sehr fasziniert und interessiert. Also logisches, strukturiertes Denken, das ist ja in der Musik und auch gerade in der Komposition auch sehr wichtig. Und da war dann das Interesse für die Wissenschaften schon da. Hat dann nur am Ende nicht ausgereicht, um auch für eine berufliche Karriere in dem Bereich. Aber vorher hast du ein Instrument gelernt als Kind. Genau, also schon 12 Jahre lang. Was Und hast du da gelernt? also ich habe Querflöte und Klavier lange Jahre gespielt und auch während meines Physikstudiums dann noch weitergemacht. Zum Komponieren bin ich eher nach und nach auch gekommen. Ich habe auch, als ich so ungefähr 10 Jahre alt war, schon erste Versuche da gemacht, aber kleine, Einfach mal so eher improvisiert. improvisierte Versuche und dann auch ein bisschen aufgeschrieben, aber jetzt nichts, das nicht strukturiert gemacht oder nicht gelernt im eigentlichen Sinne. Und wie stark hast du die Verbindung jetzt in deinem Physikstudium nachhinein blickend gesehen zur Musik? Also inhaltlich eher sehr wenig, aber von der Art und Weise des Denkens her, finde ich, hat es mich schon weitergebracht. Also die Physik ist doch ein sehr problemlösungsorientiertes Studium, unabhängig vom Inhalt, sondern man wird mit Problemen konfrontiert und man muss Methoden finden, mit denen man sie lösen kann. Und das ist in der Komposition eigentlich nicht anders. Man möchte eine bestimmte Stimmung ausdrücken zum Beispiel und dann hat man einige technische Voraussetzungen, man hat bestimmte Instrumente, bestimmte Dinge, die diese Instrumente gut können, man kann sie kombinieren und dann muss man Lösungen finden, wie man die poetische Idee, die man so hat, technisch umsetzen kann, in der Partitur auch. Und was war dann die Idee zu einem Studium Komposition zu studieren? Einfach aus diesem Physikstudium heraus doch oder irgendwie? Also, ich habe dann in der Zeit mich angefangen, sehr für die Oper zu begeistern, eigentlich, tatsächlich. Und das hat mich dann sehr interessiert. Und ich dachte, mich interessiert das, wie man diesen emotionalen Inhalt, den es in Opern gibt, da strukturell oder formal auch umsetzen kann. Also, das ist eher vom Theater her gedacht. Jetzt hatte ich mit dem Theater nicht viel zu tun, aber mit Musik eben schon in meiner Kindheit. Und dann mich hat das auch begeistert, wie da die verschiedenen Kunstformen zusammenkommen, das Orchester, der Text
die Dramaturgie. Und das wollte ich dann gerne machen. Ja. Und wie sieht jetzt dein Studienalltag aus? Wenn du jetzt hier studierst, am Mozarteum studierst du ja, übst du oder hörst du dir Musik an zur Inspiration oder was ist dein Studienalltag? Das würde mich jetzt interessieren. Ja. Also, ich bin ja jetzt im Masterstudium und auch bald fertig. Also ich habe in dem Sinne nicht viel Unterricht, sondern Unterricht, also tatsächlich einen Kompositionsunterricht etwa einmal die Woche. Die anderen Tage kann ich mir das eher frei einteilen. Und natürlich komponiere ich eher sehr viel zu Hause alleine. Ansonsten beschäftige ich mich viel eigentlich mit Dingen, die mich interessieren. Aber ich muss natürlich auch mich da mit Dingen auseinandersetzen, die ich nicht kenne. Also neue Werke kennenlernen von anderen Komponisten, auch aus der heutigen Zeit. Und auch einfach viel in Konzerte gehen, mir viel anhören, aber auch immer viel darüber lesen. Und damit ich nicht einfach nur mache, was ich mir vorstelle, sondern damit auch der Input da ist, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Aber da ist auch die Literatur sehr wichtig, die und was andere Komponisten heutzutage so machen. Und tust du selber auch noch Klavier spielen jetzt? Also ja, tatsächlich, ich trete da eigentlich selten auf, aber ich spiele immer wieder in Kammermusik oder auch Liedbegleitung, mache das auch sehr gerne, oder manchmal Korrepetition in Proben. Also wenn es auch Stücke von mir gibt mit Sängern, dann spiele ich bei den Proben auch immer selber die Korrepetition. Und wenn man jetzt nochmal zurückblickt auf deine Schulzeit, du hast ja wahrscheinlich Abitur gemacht, war es dann schwierig, neben der Schule sich auf die Musik zu konzentrieren? Eigentlich nicht so, sondern das hat sich ganz gut integriert. Also das war für mich auch ein wichtiges Hobby, das habe ich in meiner Freizeit sehr viel und gerne gemacht. Und klar, in der Schule macht man nicht so viel Musik, wie man das, wenn man dann jetzt wirklich Musik studiert, das dann eigentlich braucht, aber das war für mich immer ein guter Ausgleich. Also ich habe das beides gut kombiniert, für mich persönlich. Sehr schön. Und zur Inspiration, wenn du komponierst, was hilft dir da am meisten? Ah, das ist eine interessante Frage. Und also für mich, ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Komponisten, wie sie da herangehen. Also es gibt manche, die kommen mit einer sehr technischen Idee, so was sie formal oder technisch gerne ausprobieren möchten und versuchen dann solche Klänge zu suchen und die in eine gewisse Struktur zu bringen. Das mache ich eigentlich eher nicht. Das ist auch eine wichtige Fähigkeit, aber bei mir geht es eher so von einer poetischen Grundidee oder von einer visuellen Idee, dass ich sage, mich interessiert eine bestimmte Stimmung und ich weiß noch nicht, wie ich die mit dem Klang ausdrücke oder technisch, aber ich habe eine Stimmung, mit der ich anfange oder ich möchte zum Beispiel ein sehr ruhiges, meditatives Stück machen, dann habe ich da eine gewisse Vorstellung. Und dann überlege ich mir anschließend, welche Instrumente könnten dazu passen, welche Form, welche Klänge. Also du hast erst den Klang im Ohr oder im Kopf und versuchst ihn dann so darzustellen. Genau. Und wenn ich dann mal angefangen habe, dann kommen die strukturellen Überlegungen hinein, wie könnte ich diese Idee dramaturgisch sinnvoll gestalten, dass sie auch überzeugend ist. Wie du weißt, hat der Herbert von Karajan auch sehr speziell oder sehr präzise darauf geachtet, dass der Klang eines Orchesters sehr klar und sehr schön klingt. Ist es für dich dann auch sehr wichtig, wenn du dein Stück dann aufführst, dass das sehr gut sein soll, der Klang, oder dass er auch so klingen soll, wie du dir das vorstellst? Ja, also sicherlich. Also die Präzision ist da auch sehr wichtig, weil das ist gerade, wenn man ein Stück zum ersten Mal aufführt, da entstehen dann auch viele Probleme. Es gibt ja noch keine Referenzaufnahmen, es gibt viele Dinge, die dann auch erst nicht funktionieren und wo auch keiner so genau weiß, wie es jetzt wirklich sein soll. Und da ist es dann auch wichtig, dass ich eine genaue Vorstellung habe, was ich denn gerne hätte. Und idealerweise steht das dann schon in meiner Partitur alles möglichst klar drin, aber es führt natürlich immer wieder mal zu praktischen Problemen, dass ich dann einfach sagen muss, ja, diese Stelle habe ich mir anders vorgestellt, hier ist dies und das doch zu laut oder zu leise oder ein gewisser Effekt, der funktioniert nicht so, da muss man noch was ändern. Und das ist dann auch wichtig. Und das kommt dann umgekehrt aber auch hinterher in die Partitur. Insofern ist die Probenarbeit da sehr relevant für seine erste Aufführung, dass man auch sieht und korrigieren kann, ob das wirklich so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Hast du dabei ein Lieblingsinstrument, wo du sagst, für dieses Instrument komponiere ich immer gerne? So konkret eigentlich nicht. Also ich mag ja sehr gerne die verschiedenen Zusammenklänge von Instrumenten. Also ich schreibe jetzt nicht so gerne für Soloinstrumente, gerade deswegen, weil dann ein Soloinstrument hat meistens eine gewisse Klangfarbe, die dann immer ähnlich ist. Aber also ich mag doch sehr die Kammermusik, 5 bis 10 Instrumente, auch möglichst sehr gemischt, Streicher und Bläser, Percussion auch.
Wenn man das ein bisschen kombiniert, gibt es sehr viele Klänge, die man sich vielleicht erst gar nicht vorgestellt hat. Wahrscheinlich auch Beethoven und Mozart als Vorbild oder eher gar nicht? Natürlich habe ich da sehr viel gehört und mag ich auch sehr, aber von dem Klang her vielleicht eher Gustav Mahler, Richard Strauss, die ja von ihrer Orchestrierung sehr viel innovative Dinge gemacht haben mit dem Orchesterklang. Das ist dann eher, was mich persönlich mehr inspiriert, tatsächlich. Also schon diese Vorbilder eher in diese Richtung. Genau, also eher aus der Zeit um 1900, frühe Moderne, aber auch Spätromantik und dieser Übergang, der hat mich jetzt als Hörer der klassischen Musik doch immer sehr interessiert und auch sehr inspiriert. Was mich jetzt ganz besonders interessiert, ist, wenn du komponierst. Das heißt, du hast eine Idee, du schreibst dir diese Idee auf ein Blatt Papier oder hast die in deinem Kopf und dann, wie setzt du die um? Benutzt du Techniken wie Computer oder dass du das auf dem Klavier spielst, dass es direkt auf dem Computer übertragen wird? Wie machst du das? Weil heutzutage gibt es ja so viele Möglichkeiten. Also für mich persönlich, ich probiere erst ein paar Dinge am Klavier aus, dann mache ich Skizzen auf Papier. Die Skizzen sind oft sehr durcheinander, sehr vage auch. Und also ich komponiere da nicht ein Stück von vorne bis hinten, sondern ich sammle ein paar Ideen und kombiniere die dann hinterher. Überlege mir hinterher, was passt gut für den Anfang, was könnte später kommen. So oft habe ich auch eine Idee, was unbedingt in der Mitte irgendwo sein soll, also eine wichtige Stelle, aber weiß noch nicht ganz, wo im Stück die sein soll. Und wenn ich dann viele von diesen Skizzen habe, dann notiere ich es am Computer, aber ich benutze da eigentlich keine technischen Hilfsmittel ansonsten beim Komponieren, sondern eher per Hand. Eher per Hand, dass ich meine Pläne auch per Hand mache, aber die Notation am Schluss am Computer und die fertige Partitur, das fertige Stück. Aber nicht direkt, dass du es direkt schon schreibst. Also immer Skizzen am Papier. Die klassische Art. Hattest du denn auch mal eine Krise beim Komponieren? Also eigentlich regelmäßig. Und das geht bei mir eigentlich immer so, dass ich ein paar Wochen lang Krise habe, wo ich schon weiß, ich sollte jetzt ein gewisses Stück komponieren. Das muss irgendwann fertig sein. Mhm. Aber gut, ich habe ein paar vage Ideen, aber ich kriege irgendwie nichts aufs Papier. Mhm. Und dann beschäftige ich mich eigentlich mit vielen Dingen drumherum. Und irgendwann, wenn es dann recht knapp wird, dann zwinge ich mich doch, jetzt setze ich mich hin, jetzt mache ich einfach mal, bis eine gewisse, bis halt dann etwas auf dem Papier steht. Also diese und Ablenkung von dieser Tätigkeit sozusagen. Ja, also irgendwann, wo ich dann merke, jetzt wird es Zeit, jetzt muss ich einfach was aufschreiben, dann mache ich das auch einfach. Und dann schaue ich mir aber hinterher schon noch an, dass ich es nochmal durchgehe, ist das jetzt auch wirklich so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber eigentlich, ich brauche immer so eine gewisse Phase, wo ich mich eigentlich nur vorbereite und wo ich das Gefühl habe, jetzt wird das irgendwie nichts, jetzt klappt es nicht, jetzt kriege ich nichts hin. Mhm. Und das ist aber vielleicht auch wichtig als Vorbereitung für die spätere Phase, wo ich dann doch relativ schnell arbeite und intensiv arbeite und wo die vielen vagen Ideen, die ich vorher hatte, dann aber auch einfließen. Aber ist es nicht auch schwierig, von der ganzen Literatur, die jetzt schon da ist, wieder was Neues zu schaffen oder geht es dann in die Richtung wieder noch Repetition von dem Alten? Also ich habe jetzt nicht so den persönlichen Anspruch, etwas ganz Neues zu machen, weil ich eben auch das Gefühl habe, es wurde eigentlich schon viel gemacht und auch was die Instrumente können, das ist ja alles schon ausgereizt. Es gab schon viele Komponisten, die sehr viel ausprobiert haben, was technisch möglich ist, was konzeptionell möglich ist, formal. Da gibt es ja eigentlich schon vieles und auch bis ins Extreme. Und mich interessiert jetzt auch gar nicht so diese extremen Fälle, wo man noch weitergehen könnte, wo man noch etwas Spezielles machen könnte, sondern eher eben vom poetischen Gesichtspunkt her. Mich interessiert etwas, was ich persönlich gerne ausdrücken möchte, auch in Bezug auf aktuelle Themen oder was mich persönlich auch interessiert. Und klar, ich versuche möglichst viele Klänge und Konzepte zu kennen aus der Vergangenheit und die für mich in meinem persönlichen Kontext zu nutzen. Und da ist es, denke ich, auch wichtig, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, um zu zeigen, dass man da einen Bezug hat, dass man nicht aus Versehen irgendetwas zitiert zum Beispiel, das wäre schlecht. Aber jetzt ohne den rein technischen Anspruch, es muss etwas ganz technisch Neues sein, sondern es ist eher etwas Persönliches. Aber auch mit Harmonie und Melodie dabei
nicht nur dieses, wie man sich eben so neue Musik jetzt vorstellt, dieses einmal ein Ton in einer 5 Minuten. Also da kommt für mich beides hinein. Also ich mag sehr eigentlich alte Musik, auch die Klänge. Also tatsächlich jetzt nicht nur aus dem 19. Jahrhundert, sondern wirklich alte Musik, Renaissance, mhm. Mittelalter oder auch manchmal andere Musikkulturen als Klänge, als Farben mhm. und auch Harmonien, aber eher als gewisse Farben, die ich auch kombiniere mit sehr neuartigen Spieltechniken, aber eben auch als Farben und jetzt nicht so ideologisch, dass ich mich davon abgrenzen will, so von traditionellen Harmonien, sondern ich schreibe eigentlich sehr oft doch auch Akkorde im traditionellen Sinne, manchmal auch harmonische Verbindungen. Aber könntest du dir dann auch vorstellen, elektronische Klänge dazu zu nehmen? Das habe ich bisher jetzt eigentlich nie gemacht. Es interessiert mich schon, ich habe jetzt da noch keinen Weg für mich persönlich gefunden, wie ich das kombinieren kann, sondern ich fand es sehr spannend, das auszuprobieren mit Elektronik, habe da auch ein bisschen rumgespielt, aber ich konnte das in meine Instrumentalstücke jetzt noch nicht so integrieren. Sondern das ist für mich eher etwas Separates. Das ist so, ich stelle mir das dann vor, ich würde gerne mal ein elektronisches Stück mit Video machen, aber ohne Instrumente dann, sondern eher nur Klänge aufnehmen und zusammenschneiden. Und das wäre dann mehr ein Video oder ein Kunstprojekt in gewisser Weise, aber jetzt nicht ein Stück, wie ich das sonst mache. Und wie stellst du dir jetzt den Komponisten von morgen vor? Oder hättest du da überhaupt eine Idee? Das ist, glaube ich, wie man ja auch heute schon sieht, individuell sehr verschieden. Also ich mag ja schon den sehr klassischen Bereich eigentlich sehr gerne, also den Konzertsaal auch, das Opernhaus. Das ist für mich persönlich etwas, was ich sehr mag und wo ich mich auch wohlfühle, wo ich auch gerne mal hin würde, wenn sich das ergibt. Aber ich finde, da muss man auch sehr offen sein für andere Zusammenstellungen, also dass man mehr mit Künstlern auch zusammenarbeitet, oder auch jetzt nicht nur im Konzertsaal, sondern auch im öffentlichen Raum oder in anderen Umgebungen, auch vielleicht zusammen mit populärer Musik. Es zeigt sich ja immer wieder, dass die zeitgenössische Musik im klassischen Bereich ja ein sehr kleines Feld ist, das nicht viele Zuhörer hat. Und Musik im Allgemeinen erreicht aber wahnsinnig viele Leute. Also zeigt sich für mich schon, dass es da eigentlich ein Problem gibt. Warum ist das so? Hättest du da eine Lösung? Oder? Ich glaube nur, also eine Lösung nicht, aber ich glaube, was tatsächlich ein Problem ist, ist, dass die Menschen aus den verschiedenen Bereichen gar nicht genug miteinander sprechen, was man überhaupt tun könnte, sondern kommerziell erfolgreiche Musiker haben mit der klassischen Szene oft nichts zu tun. Gerade mit der zeitgenössischen Szene kennen sich da schlecht aus und umgekehrt sind viele heutige Komponisten doch sehr abgeneigt, jetzt sich der Popkultur zuzuwenden, weil das ist ja auch etwas fast Verwerfliches. So oder von der Filmmusik. Ja, das ist doch eher so, nein, wenn man ein richtiger Komponist ist, macht man sowas nicht. Also das ist ja auch schade, weil es würden ja beide Seiten davon profitieren, wenn man da etwas miteinander macht. Also ich denke auch, die Popkultur würde auch profitieren, wenn man sich da intellektuell ein bisschen mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Das machen ja viele wichtige Musiker auch. Also mehr Kommunikation und Austausch. Ja, auf jeden Fall. Gut, vielen Dank für das interessante Gespräch mit dir. Ja, danke. Dankeschön. Ja.